Hallo? Moin, Wichmann vom Energieversorgungsunternehmen Goldgas. Grüß Sie. Ich möchte ganz gerne mit Frau Fröhlich sprechen. Herr Fröhlich ist hier. Herr Fröhlich, das geht auch gut. Ja. Herr Fröhlich, es geht um die Tarifkostenoptimierung bei Gas und Strom. Haben Sie Erdgas? Ja. Super, da hatten Sie sich nämlich ja auch mal für kostenlose Informationen beim Tarifwechsel eingetragen. Und da sind in Nürnberg gerade die Preise gut gesunken. Oh, das ist super, weil ich bin gerade hergezogen. Sind Sie dann beim Grundversorger, Herr Fröhlich? Da bin ich jetzt überfragt, aber ich glaube schon, ich habe da noch nichts gemacht. Ja, dann sind Sie beim Grundversorger leider. Dann zahlen Sie wahrscheinlich auch jetzt aktuell ziemlich viel, ne? Ich weiß das noch gar nicht. Ich soll jetzt dann irgendwann bestimmt die erste Abbuchung kriegen. Ja, warten Sie kurz. Und da können Sie was dran machen. Ja, also Sie bleiben sozusagen mit dem Gas bei denen, weil das Gas produzieren wir ja nicht. Wir sind nur für die Preise immer zuständig. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie 15 Jahre, je nachdem, wie lange Sie da wohnen bleiben, bei uns bleiben, sozusagen, haben Sie jedes Jahr zum Beispiel ein Ersparnis von im Durchschnitt 300 Euro. Bei Ihnen 300 wären das Euro? aktuell 200 Euro. Es kommt natürlich immer auf den Verbrauch drauf an. Das ist jetzt ein Ja. Drei-Personen-Haushalt. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, mit wie vielen Personen Sie da zum Beispiel leben. Also ich wohne alleine. Okay, dann Noch. gucken wir mal. So, haben Sie schon mal von, also dann werden Sie wahrscheinlich von der N-Energie sozusagen. Haben Sie da schon mal ein Schreiben von denen bekommen? Ich habe hier so viel Papierkram rumliegen, ich komme Ja? gar nicht zu Möbel aufbauen. Ja, das ist natürlich immer nicht das Beste. Aber immerhin funktioniert das Telefon. Das habe Ja, ich das ist schon mal. als allererstes gemacht, weil ich so gern telefoniere. Ja, das funktioniert ja meistens leider auch als letztes, ja, das ist das Doofe. Das hat Oder? komischerweise als erstes geklappt. Telefon Weil und das. Internet. Ich habe das nur reinstecken müssen und dann hat das direkt geklappt. Ich habe Das gedacht, ist ja damit fange ich perfekt. mal als erstes an, weil das immer so lange dauert. Ja, das ist auch immer das Beste. So. Wohnen Sie in der Wohnung, Herr Fröhlich, oder wie ist das? Ja. Wie viele Quadratmeter hat denn die? 42. 42, Zumindest so. ausgemessen, aber wenn das stimmt, was in der neuen Bunte drin steht, dann bearschen die einem da ja richtig mit dem Vermessen und dass das gar nicht so viel ist, aber ich habe noch nicht nachgemessen. Okay. Ja, sollte eigentlich dann so stimmen, ne? Oder hoffen wir mal. Es wäre schon schön, weil ich bezahle ja immerhin dafür. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, dann hätten Sie, also man stuft Sie zu Anfang immer auf einen Verbrauch hier ein bei frischen Mietern. Das ist ja immer unterschiedlich, wie viel man heizt. Das würden Sie sagen, sind Sie eher so ein Kältemensch oder so ein Wärmemensch, der es eher warm hat oder lieber eher ein bisschen kühler? Also ich hab's gerne warm, weil ich immer friere. Okay, so. Dann macht man da ja so 7000 Kilowattstunden. Also ich bin mal auf Sylt gewesen. Kennen Sie die Ja. Insel? Ja, normal. Hab da mal Urlaub gemacht. Ich bin da mit Pullover und mit Mütze. Und da sind die, das müssen wohl die Einheimischen gewesen sein, die mit Handtuch über der Schulter Richtung Strand, die haben mich alle so angeguckt. Ja, sagen wir es so, wenn es windig ist, ist das mal der Fall. Aber nun gut, kann Also, man ja nichts da machen. ja, was soll ich machen, wenn ich friere? Ich kann ja nicht krank werden. Ja, das stimmt. Ich Das wäre meine, ich natürlich auf könnte es schon, aber Sylt es nicht ist so ja schlimm. ziemlich doof, wenn man im Urlaub krank wird. Wer Oh, bezahlt das einen hatte ich aber das auch schon denn? mal. Da hat mich eine Schlange gebissen. Wo waren Sie denn im Urlaub? Auf Kroatien. Oh, Und da gibt es Schlangen. Das. haben die da so brutale Viecher? Die sind nicht brutal, aber die sind klein und wenn die einen beißen, das tut schon höllisch weh. Ah, war das giftig? Ja, es hat so eine Art Gift sozusagen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Aber nicht so, dass dann da die Haut wegfault. Nee, das zum Glück nicht. Das schwillt bloß an wie eine dicke Entzündung oder so ein richtig, richtig dicker Mückenstich. Ah, Das das ist ja ist immer die Kacke. widerlich. So. Ja, auf jeden Fall. So. Dann würde man sagen, bei Ihnen so macht man dann so 6500 Kilowattstunden. Okay. Sie werden wahrscheinlich nur 5800 verbrauchen beim Gas. Aber dann haben Sie auf jeden Fall am Ende des Jahres eine Zurückzahlung. Ich finde, das ist immer entspannter, anstatt wenn man jetzt irgendwie jeden Monat, sagen wir jetzt mal, irgendwie, was würden Sie zahlen? So, wenn man jetzt jeden Monat zum Beispiel nur 30 Euro fürs Gas bezahlt, dann muss Ja. man irgendwie am Ende des Jahres nochmal 20 Euro drauflegen. Das ist natürlich nicht so lieb. Oh ja, das habe ich Lieber. einmal gehabt. Da habe ich Ja, noch eben. in Niedersachsen gewohnt. Das ist ja auch so ein Stückchen weiter Richtung Küste. Oh, da habe ich gedacht, oh, die Wohnung, die ist so günstig und ich muss da immer so wenig nur bezahlen und die Miete war auch recht günstig und dann musste ich über 200 Euro nachbezahlen wegen dieser dämlichen Heizung. Aber ohne kann ich halt auch nicht. Ja, nee, das ist schon verständlich, dass Sie es da warm haben wollen. Deswegen, da würden Sie wahrscheinlich dann am Ende des Jahres irgendwie so 20, 30 Euro zurückbekommen, ja?
Ja, Also das ist schon ein lieber bisschen kriege höher ich eingestuft. 20, 30 Euro zurück, als dass die was von mir kriegen. Ich meine, die geben Eben, schon eben. gerne Geld her. Da kann man Da so viel würden. schöne, für 30 Euro kann ich so viel Nähzeug kaufen. Ja, das stimmt. Und das wäre dann ungefähr eine Ersparnis zum Vergleich zur RN-Energie, wäre das ungefähr, was haben wir da jetzt, 90 Euro pro Jahr? Ja. Sie würden, da ich Sie dann als Neukunde aufnehme, dann nochmal einen 50-Euro-Bonus bekommen. Den bekommen Sie aufs Konto sozusagen gut geschrieben Oh. innerhalb des ersten Jahres. Da, 50 Euro. genau. Sie sparen halt auf Dauer, sage ich mal so. Es gibt zwar Unternehmen, da kriegen Sie jetzt irgendwie den super-duper Neukundenbonus versprochen, aber das ist meistens ja leider Schwachsinn. Warum? Weil ich habe das auch Ja. im Internet gelesen, was die da einem alles Genau, so Sie müssen sich anbieten. vorstellen, man ist ja sozusagen ein Unternehmen, was auch darauf baut, dass man größer werden soll. Und dann versprechen die ja teilweise 200 Euro Neukundenbonus, 50 Euro, 50% Rabatt. Das kann Ja. sich ja kein Unternehmen auf Dauer leisten. Das heißt, vielleicht kriegen Sie im ersten Jahr das und dann werden Sie im zweiten Jahr richtig ausgenommen, sozusagen. Das haben wir bei ganz vielen Kunden, die dann irgendwie ein Jahr günstig dabei sind und auf einmal zahlen die das Doppelte, Dreifache in den nächsten Ach Jahren, so, und dann weil der geht der. Arbeitspreis, Ah, genau das wollte ich das, sagen, da geht der genau, der Preis hoch. Arbeitspreis. Genau. Krieg Und Sie haben ich. bei uns halt einen Ja. Arbeitspreis von gerade mal 4,72 Cent. Warte, Zum das muss ich Vergleich, mir aufschreiben. Wie viel? 4,72. 4,72. Okay. Genau, zum Vergleich, der bei der Energie, wo Sie sozusagen wären, der ist 5,3. Okay. Und Sie müssten halt bei denen 16 Euro im Monat extra zahlen, was bei uns nur 12,50 wären. Na, es ist doch schon mal was. Eben, Geld ist heutzutage ja leider mehr Geld als denn je. Wie heißt das nochmal? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist denn. Nee, wie ging das nochmal? Ja, ist Sie schon wissen, fast welchen Spruch ich richtig. meine. Warte, warte, Genau. warte, warte. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Ja, aber Pfennig und Euro ist ja was Unterschiedliches. Ja, das ist ja das Problem bei Cutie Pie. Das ist ja das Problem. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Machen wir so. Aber ich hätte Das doch klingt lieber besser. wieder eine D-Mark. Boah. Sehen Sie es mal positiv. Sie können jetzt irgendwie in anderen Ländern sozusagen viel günstiger einkaufen mit dem Euro. Der ist ja viel mehr wert als im Vergleich zu D-Mark. Ah, Wenn wir jetzt die D-Mark. das hört sich an wie der Wirtschaftsunterricht in der Schule. Mir wird schlecht. Ja, BWL-Student halt, ne? Ach, sind Sie so einer? Ja. Und wie kommt das, dass Sie dann jetzt am Telefon Strom verkaufen? Naja, irgendwie muss man das Studium ja finanzieren, auch gut. Und da kommen denen hier natürlich ein BWL-Student immer perfekt, weil ich muss nicht angelernt werden, ich kenne mich aus und ich habe kein Problem mit irgendwelchen Leuten zu reden. Ach, so machen die das. Und wo sitzen Sie? Ich sitze gerade in Hamburg an der Alster. An der Alster? Oh, da bin ich, Ja. glaube ich, haben wir mal so eine Schifffahrt lang gemacht und haben uns das angeguckt. Da war das auch total kalt. Ja, das ist. Nee, als Hamburger findet man Kälte nicht mehr so dolle mittlerweile. Ja, der Kapitän hat auch gesagt, jetzt hört euch doch mal auf, über das Hamburger Wetter zu beschweren. Sag, ich beschwere mich nicht, friere nur. Ja, frieren sollen sie natürlich auch nicht, das ist natürlich auch doof. Aber dafür So, ich habe guck. ich ja tollen, kuscheligen Strom. Eben, und jetzt auch noch günstiges Gas, das ist natürlich immer der super Vorteil. Eben. Ich meine, wenn man das mal irgendwie auf 5 Jahre nimmt, das sind dann schon fast 500 Euro. Dafür muss Nun. ich persönlich lange arbeiten gehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Wie sind denn so die Arbeitsbedingungen in so einem Callcenter? Da liest man ja immer so viel schreckliche Sachen. Ich sag's mal so, es gibt ganz viele Jobs sozusagen mit Callcenter, die echt richtig scheiße sind, aber wir hier haben es entspannt sozusagen, es ist kühl sozusagen. Ich meine, Sie können sich das ja vorstellen, es ist jetzt kein anstrengender Job irgendwie da. Weil sozusagen, es gibt, man kann dabei ja irgendwie was machen sozusagen, solange man sich gut noch konzentrieren kann und mitkommt. Oh, da könnte man stricken nebenbei. Zum Beispiel, ich habe so einen Spinner in der Hand, falls Sie die kennen. Oh, ja, da bin ich gestern mit meiner besten Freundin. Da sind wir im Supermarkt gewesen und da haben sich die Leute fast die Köpfe eingeschlagen wegen den Teil. Ich Ja, ich habe verstehe drei. absolut nicht den Hintergrund. Was ist das für ein Zeug? Sind Sie Raucher? Nein. Als Raucher hat man ja immer so den Tick, zum Beispiel mit den Fingern so, diesen Fingermove sozusagen, als hätte man eine Zigarette in der Hand. Und Okay. dann spielt man auch automatisch so einen Stift rum, dass man diese zwischen den Fingern balanciert, gegen die Nervosität. Oh, Cutie Pie, Und genau man. das mache ich gerade. Ich werde am Telefon immer so nervös, wenn ich mit fremden Männern rede. Okay. Auf jeden Fall, ich würde Sie dann als Neukunde aufnehmen. Ja, Wir und würden was das dann ist. alles dann für Sie machen. Und das ist der Hintergrund von diesen Spinnern, dass man da vom Rauchen wegkommt. Nee, das nicht. Das Oh, ist jetzt ist mir eigentlich der gegen Stift ADHS. umgefallen. Das ist Ge eigentlich gegen ADHS. Ach so, jetzt kommt mal die Dunkelziffer raus, wie viele Leute das wirklich haben. Da war nämlich auch die Jenny, da habe ich in der Schule schon immer gesagt, die hat das, weil die konnte nie auf ihrem Arsch sitzen bleiben. Kriegt man das Sagen dann wir auf Rezept? es. Nee, natürlich nicht. Das kriegen sie ja. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Und bringt das was, mal so als Feedback? Herr Fröhlich, ich habe keine ADHS, falls Sie das jetzt Nein, wissen nein, 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 möchten. nein, zur Beruhigung oder Ach zum so, Anspannen ja. von diesen Bewegungen.
Das ist halt so eine Beschäftigung, gell? Das Es ist kann ich mir halt. jetzt nicht vorstellen. Das sieht aus wie so ein Wurfstern, das ist doch voll gefährlich. Nee. Das ist ja mit Gummi an der Seite. Also die Das ist hatten, ganz die spannend. waren aus Metall. Ja, da gibt es auch welche, die sind schneller. Auf jeden Fall einmal zurück zum Ist ja Thema, Frühling. gefährlich. Ja, wir müssen einmal zurück zum Thema, weil ich zu viel so quatsche, kriege ich ja auch Ärger. Ich würde sie dann als Neukunde bei uns einstufen. Das würde ich dann alles für sie machen, sozusagen veranlassen, dass sie da sozusagen nicht, weil normalerweise müsste sie jetzt eigentlich erstmal das Jahr dann, wenn sie den Vertrag bei der N-Energie annehmen, ein Jahr da bleiben auch wirklich. Das Ja. heißt, da würden sie dann das mehr zahlen erstmal das Jahr. Ist natürlich Okay. auch nicht so das so Gute, sondern da könnte man sie direkt aufnehmen. Sie haben ja in Ihrer Wohnung einen Zähler hängen, richtig? So ein Gaszähler. Ich glaube, den hat mir der Hausmeister gezeigt. Ich muss nur überlegen, wo der war im Haus. Also in der Wohnung ist er nicht, weil ich habe Ja. überall heute schon die Tapeten und so dran, da war nichts im Ja. Weg. Lass mich mal überlegen, kann das im Keller gewesen sein? Ja, das kann auch sehr gut im Keller gewesen sein. Müsst ihr einmal gucken, weil So, da brauche ich einmal die Zählernummer. sollen wir jetzt zusammen in den Keller laufen? Ja. Oh. Aber keine fiesen Sachen machen. Nee, normal nicht. Gut. Ich hole mir nur schnell meine Puschen. Jo. So. Wollen wir? Ja. Sehr gut. Und wie lange dürfen Sie heute noch arbeiten? Ich darf bis 20 Uhr leider arbeiten. So lange? Ja. Gehen die Leute so lange ans Telefon? Also ich würde da nie mehr dran gehen. Ich sag's mal so, manche gehen ans Telefon, manche sind dann aber auch nicht mehr glücklich, wenn sie ans Telefon gehen. Oh, eine Katze. Komm mal her. Mögen Sie auch Katzen? Nee, ich habe eine Katzenallergie. Oh, das ist ja schrecklich. Sag mal was. Können Sie die hören? Die schnurrt, wenn ich die kraule. Nee, ich glaube, so gut ist das Telefon nicht. Soll ich Ihnen ein Headset-Wärmer stricken? Nein, danke, ich bin jemand, der die Kühle bevorzugt. Oh, das ist ja schrecklich. Dann ein Schutzbezug für den Ventilator. Ventilatoren machen es ja nicht unbedingt viel kühler, lieber so, wie sagt man, Winter. So Winterwetter. Eine Kühlung für den Winter. Das wird schwierig im Winter noch Nee, was abzukühlen. Winterwetter. Winterwetter, wieder Winterwetter. Schnee. Dann müssen Sie, waren Sie schon mal in Schweden? Ja, einmal wandern. Das ist doch so kalt da. Nee, das ist pottenwarm da, als ich da war. Wir reden aber vom selben Schweden, das schwedische Schweden. Ja, normal. Das Also im schwedische Sommer Schweden. sozusagen, wenn sie richtig sich bewegen da. Also als ich da war ziemlich viel Sonne Oh, Sie sogar. sollten sich mal als Raumfahrer bewerben, so temperaturunempfindlich wie Sie sind. Da sparen die den Anzug. Haben Sie den Zähler schon gefunden, Herr Fröhlich? Das ist jetzt die, wie wir das mit dieser Nummer machen sollen, weil die bewegt sich ja immer. Nee, Sollen wir dann jetzt das darunter, Datum festhalten und die nee, da Uhrzeit? ist so ein, QR-Code, also so ein Barcode, Was und ist denn darunter steht eine das? Nummer, die sich nicht bewegt. Was ist ein Das sind diese QR-Code? Striche, die kennen Sie vom Einkaufen wahrscheinlich. Das sind immer da, das scannen die Kassiererinnen immer die ein. Das heißt QR-Code? Ich dachte immer, das Nee, ich ist eine glaube Barcode heißt EAN. das. Barcode, glaube ich, Das weiß ich müssen gerade Sie nicht. als Wirtschaftsstudent doch wissen. Jude? Das müssen Sie als Wirtschaftsstudent doch wissen. Nee, sowas zum Glück nicht. Wieso ne? Was lernt ihr denn da so, wenn ihr das nicht lernt? Na, wie sie zum Beispiel irgendwelche Kosten berechnen, wie sie den Betrieb günstiger machen Ach, oder wie sie einfach den sowas. Preis kalkulieren für etwas. Was kostet denn so ein Satz Kundendaten, dass das Callcenter da einkauft? Oh, das weiß ich nicht. Darüber hat mein Chef sozusagen die Schweigepflicht wahrscheinlich auch. Der würde mir das nicht sagen. Das ist ja ein Schlingel. Aber sie tragen sich ja sozusagen dafür immer dann freiwillig mit ein. Wofür? Für so, sowas. Sie waren ja mal auf der Webseite sozusagen und haben dann mal angegeben sozusagen, dass sie zum Beispiel mit Gas heizen. Ja, aber da stand ja nicht drunter, dass mich irgendeiner anruft. Das wird ja dann Nee, von das den wiederum steht Strom. in den AGBs drin. Hey, das wird ja Und von die liest denen, ja keiner. die Stromfirmen, die geben dann ja Geld dafür, dass die die Daten von den Leuten kriegen, die sich vielleicht für Strom interessieren. Das ist ja Volkswirtschaft und so. Ja. So, haben Sie die Nummer gefunden? Ja, das ist Super. 40 40 55 55 444 444 84 Ja. 603. 603. So, perfekt. Dann stuft man sie nämlich als Neukunde ein, dass sie dann auch schön einen Bonus bekommen. Genau, kleiner Anhang ist da noch sozusagen, sie haben dann 24 Monate Garantie erstmal. Das heißt, 24 Monate kann sich der Preis für Sie nicht ändern. Er wird auf keinen Fall teurer, weil Okay. Sie kennen das ja wahrscheinlich, wenn Sie Auto fahren,
Da ist ja immer dieses Mysterium, zum Beispiel zu den Sommerferien wird der Preis auf einmal teurer. Ganz mystisch, So an den Tanken. das haben bestimmt Ihre Artgenossen so gemacht. Die haben das so kalkuliert. Ich fahre kein Auto, insofern ich weiß es nicht. Aber ich finde das auch immer ganz komisch, dass das immer zu den Sommerferien teuer wird. Aber das ist ja angeblich, haben die mal gesagt, zufällig so. Ja, Weil das ist eigentlich darf man natürlich das ja nicht. Zufall. Weil dann wären ja alle immer teurer. So, das wäre dann ein Betrag von, Moment, lass mich mal nachrechnen. Das wären dann 38 Euro pro Monat. 38. Oh, kriege ich bei euch auch so ein fancy Tablet dazu? Nee, das bekommen Sie nicht, weil, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben das ja wahrscheinlich mal im Internet gesehen. Ja, Das klingt gestern. immer super verlockendes Angebot, aber im Endeffekt ist es nur so ein Fallenangebot. Das heißt, Sie bekommen dann ein Tablet versprochen und man Ach, kann und Ihnen dann nicht kriege einfach ich so ein das Tablet. gar nicht. Doch, natürlich, Sie kriegen es, aber Sie bezahlen es im Endeffekt auch. Wie? Naja, Sie zahlen dann zum Beispiel irgendwie jetzt auf einmal dann, wenn Sie das Tablet nehmen, 60 Euro dann im Monat. Das heißt, eigentlich ist es nur ein Kauf auf Raten. Dann kriege ich das ja gar nicht geschenkt. Nee. Das ist wie diese Verträge bei Handy für 1 Euro. Im Endeffekt bezahlen Sie es. Stimmt. Klingt logisch. Oh Ja, Mann. das ist immer das Doofe daran. Wollen Sie das Anfang des Monats oder Ende des Monats abgebucht haben, Herr Jetzt müssen Fröhlich? wir ja erstmal gucken. Ich habe doch jetzt hier bei denen vor Ort hier das schon. Ich will jetzt ja das nicht zweimal bezahlen. Nein, das passiert auf gar keinen Fall. Da springt dann noch Ihre Bank dazwischen. Wir nehmen Sie sozusagen da aus den Tarifen raus, dass Sie dann den einen Monat bei denen sind und im nächsten dann direkt bei uns. Das heißt, Sie Ja. zahlen zum Beispiel diesen Monat haben Sie bei denen noch gezahlt und nächsten Monat dann direkt bei uns. Ja, aber habe ich da nicht so Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen? Sie Solche haben sozusagen, Gesetzessachen? da Sie einen Neueinzug haben sind und noch gar keinen Vertrag unterschrieben haben, können Sie 18 Monate im Voraus bereits aufnehmen. Und im Endeffekt hatten Sie in manchen Fällen sozusagen, da der Vertrag jetzt überschrieben wird, müssten Sie da eigentlich auch manchmal ein Sonderkündigungsrecht haben. Was? Aber darum müssen Sie sich keine Sorgen machen, Herr Fröhlich, das machen ja die Kollegen alles. Ja. Haben Sie gerade Sozusagen. gesagt, Sie können mich 18 Monate im Voraus aufnehmen? Ja. Müssen die mir dann das Geld wiedergeben, was ich jetzt 18 Monate bezahlt habe? Haben Sie eine Vorauszahlung gemacht, Herr Fröhlich? Nein. Ja, dann kriegen Sie auch nichts wieder. Oh, jetzt können wir doch nicht so Hoffnung machen. Das tut mir leid. Auf jeden Fall, da kriegen Sie jetzt erstmal die Vertragsunterlagen zugesendet. Ja. Die müssen Sie sich einmal angucken, einmal bitte gegenprüfen, ob das alles so korrekt ist, weil wenn da irgendwas natürlich falsch drin steht, dann muss das nochmal umgeändert werden. Ja, Ich brauche jetzt klar. noch einmal Ihre IBAN-Nummer. Das ist die wunderbar lange DE-Nummer. Die doppelt Ah, so lang ist wie schrecklich. Ihre Telefonnummer. Ja, das ist Telefonnummern sind ja schon so lang. Wer hat sich. Das waren bestimmt auch BWLer, die sich das ausgedacht haben. Ja, aber das ist ziemlich zu Ihrem Vorteil, die IBAN. Warum? Ja, haben Sie mal versucht, von der fremden IBAN Geld abzuheben? Nee, ich bin kein Krimineller. Können Sie gerne auch so versuchen, weil es klappt nämlich nicht mehr. Sie können die IBAN mittlerweile, die dient ja dazu, dass Sie die rausgeben können, um sowas zu machen, weil Ja. man kann ohne Ihre Zustimmung da kein Geld von abheben. Das heißt, Sie können Geld darauf überweisen, aber Sie können wiederum nichts abheben. Können wir das mal probieren? Können Sie mir Ihre mal geben? Und Sie wollen wieder Geld überweisen, Herr Fröhlich? Nee, ich möchte was haben. Ja, dann müssten Sie mir ja Ihre geben. Nee. Sie Sie können nur sagen auf ja, ich das kann Fremde. ja bei Ihnen nichts abbuchen. Können wir das probieren? Sie wollen was von meiner IBAN abbuchen? Ja. Das können Sie gerne probieren. Alles klar, ich schreibe auf. Das wäre dann die DE DE 76 76 2004 Wie war das? 2004 Okay. 00 00 00 00 02 02 64 64 71 71 00 Ja. 00. So viele Nullen. Ja, das ist bei Ihrer IBAN wahrscheinlich auch so. Sitzen genauso viele Nullen bei euch im Callcenter? Das weiß ich nicht. Weil So. da rufen ja so oft Leute an und die wenigsten von denen hören sich an, als hätten sie es überhaupt durch die Grundschule geschafft. Oh, die meisten sind eigentlich relativ weit gebildet. Ja, und Also warum ich kenne jetzt arbeiten die keinen. dann da? Naja, sozusagen ist ein guter Nebenjob. Nebenjob. Ja. So. Einmal noch Ihre IBAN, Herr Fröhlich, bitte. Kriege ich das jetzt auch irgendwie mal per E-Mail, dass ich das mal angucken Nee, Sie kann? kriegen das schriftlich zugesendet. Sie Ja, kriegen per das direkt E-Mail. schriftlich. Nee, schriftlich. In den Postkasten. Ah, warum? Ja, weil das ja Dokumente sind. Ja, aber ich muss das Dokument doch erstmal angucken, dass ich gucken kann, ob das alles so ist, wie ich das haben Genau, will. Sie prüfen das einmal gegen. Wenn Sie sagen, das ist alles so okay für mich, dann machen wir das für Sie. Wenn da irgendwas sozusagen falsch drin steht, dann müssen Sie noch einmal anrufen, das einmal sozusagen verbessern lassen und dann bekommen Sie den nochmal zugesendet.
Weil per E-Mail machen wir sowas nicht, weil das ist nicht so ganz koscher sozusagen, weil das sind ja wirklich Dokumente. Seit wann ist ein Angebot nicht koscher? Das kriege ich auch, Nee, das wenn ist ich ja, zum Metzger gehe, da das sagt ist er ja auch, die kein, Salami das ist ja kostet einen kein, Euro. nee, Herr Fröhlich, das ist ja kein Angebot, was Sie zugesendet bekommen. Ja, aber das Sie will bekommen ich ja ja direkt die haben. fertigen Unterlagen. Ja, dann sag doch gleich Vertrag, sag's hier Unterlagen. Unterlagen, ja, das sind Unterlagen. Der Ja. Vertrag ist gemacht, wenn Sie sozusagen ihn annehmen. Sagen die euch in der Schulung, dass ihr das Wort Vertrag vermeiden sollt, weil das böse klingt? Es geht sozusagen, Vertrag klingt jetzt nicht böse, aber es sind in dem Fall tatsächlich Unterlagen, weil Sie haben ja erstmal 14 Tage Zeit, das alles durchzugehen. Ja, das, Und nach diesen die 14. sagen euch, dass ihr das vermeiden sollt, weil 14 Tage Zeit durchzugehen und 14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht ist auch schon wieder Nee, das das Gleiche. kommt doch alles. Das kommt doch alles. Wir machen am Ende eines Gesprächs ja eine sogenannte Sprachaufzeichnung. Da würde ich noch einmal die Preise mit Ihnen durchgehen. Ja, darf Da ich würde ich das? noch einmal Ihren Preis sagen. Oh, Und dann wird so. ich mag ihre Stimme so, darf ich das auch aufnehmen? Sie können von mir aus auch die Stimme sozusagen aufnehmen, von mir sozusagen, solange das für Oh. private Zwecke ist. Danke. Ganz private Zwecke. Solange das nicht irgendwie auf YouTube oder so hochgestellt wird, haben Sie da einmal sozusagen das Recht auf Ihrer Seite. Warum sollte ich das auf YouTube stellen? Weiß ich, es gibt viele Leute, die hier auch anrufen und irgendwie mit YouTube hantieren. Wie meinen Sie das? Ja, dass man einen verarscht. Warum? Ich weiß nicht, manche Leute haben ihren Spaß daran. Was bringt das? Im Endeffekt gar nichts. Da hat man doch Besseres zu tun. Manche Leute leider nicht. Haben Sie so ein Problem schon mal gehabt? Nee, ich noch nicht. Aber Kollegen von Ihnen? Genau, daher kommt das ja. Und was sind das für Leute? Sind das so Arbeitslose? Ich habe keine Ahnung, das sind halt YouTuber. Die machen sich einen Spaß daraus sozusagen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde so welche Videos auch manchmal ganz lustig. Okay. Aber es ist im Endeffekt für denjenigen, der das hat, eine reine Zeitverschwendung bei der Arbeit. Irgendwie schon, ne? Aber ist schon seltsam, was die Leute alles machen. Auf jeden Fall. Herr Aber Fröhlich, jedem ich das brauche immer seine. noch Ihre IBAN, Herr Fröhlich. Wir müssen das so langsam noch fertig machen, weil wir telefonieren schon fast eine halbe Stunde. Ja, und mögen Sie meine Stimme nicht? Ist das nicht schön, mit mir zu reden? Sie sind eine freundliche Person. Dankeschön. Wollen wir mal auf einen Kaffee? Eher nicht, Herr Fröhlich. Oh, Ich habe warum? mit meinen Kunden nie was zu tun, persönlich. Oh, das ist dann aber kein gutes Geschäftsverhältnis. Nee, man hält ja Arbeit und Privatleben immer auseinander, finde ich persönlich. Aber das kann aber auch sehr interessant werden, wenn man das in gewissen Stellen kombiniert. Ja, an gewissen Stellen, aber jetzt nicht irgendwie, wenn es, ich sage immer so, wenn es um Geld geht sozusagen, dann lässt man sozusagen Privat und Geld eher auseinander. Ich wollte jetzt aber nicht fürs Kaffee trinken, wollte ich kein Geld nehmen. So einer bin ich nicht. Ich nehme da Nee, nichts. alles Ich bin gut. kein Escort Boy. Alles gut, Herr Fröhlich, Sie sind ja ein sehr freundlicher Mann. Ja. Aber die IBAN immer noch einmal bitte. Hallo? Ja. Hallo, wer ist da? Wichmann vom Energieversorgungsunternehmen Goldgas. Sehr gut, hier ist Rakesh. Wie geht's dir? Hallo? Ja, hallo. Den Herr Fröhlich hätte ich ganz gern wieder zurück. Ja, der ist am Telefon. Wie geht's dir? Alles gut? Ich bin auf so einer YouTube-Verarsche, oder? Ja, natürlich. Sie Hallo, wissen, dass Sie das nicht machen dürfen. oh, geh doch Ruhe. Du darfst auch nicht bei mir anrufen. Natürlich darf ich das. Nein, darfst du gar nicht. Du kennst doch Gesetze, wenn du studierst. Ja. Ja. Sie haben das mal im Internet angegeben, auf die Nein. Gewinnspielfrage Nummer 14. Haben Sie mit der Antwort Ja die AGBs akzeptiert und damit dem zugestimmt, dass wir Sie zu Hause kontaktieren Oh, das zu hast du diesem Zwecke? auswendig gelernt. Guck mal, Nein, das kann das steht in den AGBs drin. jeder da einsagen. Es gibt keinen Kontroll, ob ich das wirklich gewesen bin. Das heißt, es ist keine rechtliche, verbindliche Werbeeinverständniserklärung. Das kann Ja, man Sie haben ja überall Ihre Daten generieren und angegeben. kaufen. Nein, habe ich gar nicht. Na, 14.03.1990 sind Sie geboren. Nein, ist gar Sie nicht sind wahr. der Herr Fröhlich, haben Sie dem auch gesagt. Nein, mein Name ist Rakesh Zylinder. Ich bin aus Kalkutta. Aha. Ja, möchten Sie jemanden grüßen? Vielleicht der Professor oder so? Ich würde gern wissen, wie der YouTube-Channel da wenigstens heißt. Telefonziege. Telefonziege, warte, warte. Dim, 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 Hast du dim, Internet bei Arbeit? Ja, normal. Oh, sehr gut. Nee, ich habe einen YouTuber dran. Ich habe einen YouTuber dran. Telefon. Ja. Hast du jetzt großes Publikum bei dir? Hä? Ja, warte, ich glaube, das war der, der auch vor den anderen drin waren. Wer denn? Telefonziege heißt der. Ja. Und hat der Schwule überzeugend geklungen? War ganz gut. Sehr gut. Und kannst du Abo machen? Ja, von mir aus. Was?
Ja, von mir aus habe ich gemacht. 1722 hast du jetzt. Ja, sehr gut. Und dann werde ich natürlich dein IBAN-Nummer rausschneiden. Hä? Ich werde Das natürlich Name und IBAN-Nummer werde ich natürlich rausnehmen. ist sehr lieb. Oder soll ich das drin lassen? Weil man kann ja nicht abbuchen. Man kann tatsächlich nicht abbuchen, aber lieber ist mir Doch, kann rausnehmen. man. Natürlich werde ich Nee. das rausnehmen, aber man kann, was meinst du, wie das ganze Betrügerfirma an Geld kommen? Ja, aber da weißt du, dass da deine Bank haftet. 24 Monate. Ja, aber das ist ja egal, die haben das Geld ja dann. Und dann kriege ich das von der Bank wieder. Ja, aber Das ist immer kein Problem. trotzdem. Und musst du wirklich da arbeiten mit Studium? Hä? Musst du da wirklich arbeiten mit Studium? Ja, normal. Sollen wir mal Interview machen? Hast du Lust für ein Interview heute Abend? Eher nicht so. Nach der Arbeit anonym? Können wir machen? Eher nicht so. Oh Mann. Ja, pass doch mal, Moment. Was? Entschuldigung. So. Ja, dann viel Spaß doch. Kannst du mir Gefallen tun? Kommt doch an welchen? Kannst du das Adresse, das Kundendatum, kannst du das wieder bei Pool reinwerfen, dass noch Kollegen anrufen? Geht das? Kannst du Ich das sag machen? mal so, jetzt nein mit dem Zwinkern, so, man kann ja mal gucken. Alright, sehr gut. Magst du mein Ender? Geht der, sozusagen der Schwule war ganz lustig. Was hältst du denn von meinen Russen? Mein Name ist Dimitri. So welche sind immer zum Feiern. Magst du Russen? Dann musst du unbedingt mal bei Kanal gucken. Der Russe hat große Fanclub. Kannst du Wie heute weit, Abend hören? wie lange muss ich denn warten, bis das drin ist? Oh, ich glaube, wird ein bisschen dauern, weil Schwule ist neuer Charakter, soll man nicht gleich überall kennen und du kannst so 2 Monate musst du rechnen, Blät. Okay, Aber du dann kannst war ich so mir, lang. wir machen Deal. Du kannst mir bei Facebook schreiben, schicke ich dir Link, kannst du schon angucken. Kann ich mal die Tage machen, wenn ich drauf mich daran erinnere. Alles Hab klar. dich aber YouTube. Alles klar, ich werde das Daten werde ich löschen, versprochen. Ja, alles gut. Super. Also bist Ich echt wünsche dir dann noch. risikofreudig, dass du da deine IBAN-Nummer rausgibst. Du musst aufpassen, wenn dich zu Hause eine Firma anruft und sagt, hallo, können wir Kontonummer haben, darfst du denen nicht geben. Ah, du musst es mal so sehen. Woher weißt du, dass die echt ist? Weißt du, dein System kann das doch auch kontrollieren, ne? Ja. Du könntest jetzt, du kannst mal zur Kontrolle machen. Nimm mal der E76 und dann gib mal irgendeine Nummer ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wird richtig sagen, weil das nicht kontrollieren kann. Ihr habt Scheißsystem. Nee, weil das ist ja aus BLZ. Unser System sucht ja die BLZ, dann die Bank raus. Und dann wissen wir auch, ob die IBAN echt ist. Ja, aber das kann nur das Prüfziffer kontrollieren. Alles andere Was? kannst du reinschreiben, was du willst. Du kannst ja Moment. in ruhiger Minute mal probieren. Kann ich mal machen, wenn ich Zeit habe. Alles Aber ich muss klar. jetzt noch auflegen, sonst kriege ich hier Ärger. Ja, grüß mal deinen Chef. Mach ich, mach ich. Viel Gut, Spaß jetzt. das war's, Ciao. ihr Blöd. Tschüss.